Jo, so wieder bei Zelda 2, The Adventure of Link. Beim letzten Mal haben wir uns hier bis zum vierten Dungeon, ich habe keine Ahnung, ob es der vierte ist, aber zum nächsten Dungeon durchgeschlagen. Ich habe mich nochmal umgebracht. Das klingt sehr seltsam, wenn man das so sagt, aber ich habe gesehen, als wir hier im Dungeon ankamen, hatte ich null Leben. Und das war knapp. Ich wollte jetzt ungern mit null Leben in einen neuen Dungeon rein, weil ich glaube, das wäre nicht allzu gut ausgegangen. Dementsprechend, ja, kurz umgebracht. Das heißt, ihr könnt auf den Death Counter nochmal... Oh nein! Ich habe die Dinger schon gesehen. Ihr könnt gerne auf den Death Counter nochmal einen Tod draufrechnen. Kommst du da raus? Ja. Wie auch immer. Ihr könnt gerne auf den Death Counter noch einen draufrechnen. Ich bin nämlich noch einmal absichtlich gestorben, damit ich hier mit ein paar mehr Leben reingehen kann. Geh weg. Oh ja, das war angenehm. Dann schauen wir uns nochmal hier so ein bisschen um. War das in der Dungeon, wo man hin und irgendwie runterfallen musste? Wow! Das war knapp. War das der Dungeon, wo man runterfallen muss? Und dann springe ich da erstmal wunderschön dahin und... Ja. Kommen wir da knapp durch. Okay, da brennt einfach Feuer. Jo, Morgenstern-Guy. Du brauchst nur noch 3 Schläge. Das ist so angenehm. Seit meinem letzten Level-Up. Oh, guck mal, ein Schlüssel. Ich hab 4 Schlüssel? Was? Ja, zählen kann ich auch nicht mehr. Ne, einen Schlüssel haben wir jetzt schon mal. Das ist schon mal ganz gut. Die Sache ist aber, jetzt muss ich aber runterspringen hier an der Stelle, ne? Weil... Bringt ja sonst nichts. Ich folge dir mal, Kumpel. Einfach direkt nach rechts ziehen. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war, aber... Wobei, Moment. Und... Moment, was? Was hast du für Boomerang-Keulen? Die ist zurückgekommen. Geh weg. Immer schön abwechselnd, oder wie? Gib mir erstmal ein bisschen Life. Lebe ich länger. Moment. Nicht ohne mein Shield. Steht da echt schon das Item? Okay, ich habe schon das Item des Dungeons. Die Boots. Ich glaube, das sind die Boots, mit denen man auf Wasser laufen kann. Davon haben wir, glaube ich, im letzten Part irgendwo mal was gehört. Von irgendwelchen Stiefeln, mit denen man auf Wasser laufen kann. Ich würde mal gerne wissen, wie lange es dauert, jetzt dich kaputt zu hauen. Weil ich erinnere mich noch, als wir im ersten, / im zweiten Dungeon so ein Ding hatten. Oh, das ist ja mittlerweile ganz angenehm. Die kann ich ja häufiger jetzt besiegen. Moment. Schnell. Ich habe Jump zu spät aktiviert. Verdammt. Hilfe. Die Lava wollte ich jetzt nicht springen. Ich lasse es mal auf Shield. Für alle Fälle. Falls mir nochmal so ein Ritter entgegenkommt. Au. Au. Nein. Da habe ich es nicht geschafft, schnell genug zu schlagen. Na, finden wir noch was? Hui. Highspeed-Kugel. Ja, gehe wieder unten rum. Kommt da zufällig? Moment. Okay, du gehst unten weiter. Weiter unten. Einfach die Kugel so gut es geht ignorieren. Also wir haben nochmal einen Schlüssel bekommen. Das ist auch gut. Und suddenly Medusa Heads. Die waren eben nicht da. Ah, ich sehe. Das wird schön, hier rauszukommen. Oh ja. Oh ja, das wird schön. Ui. Das war zweimal viel knapper, als es sein sollte. Na gut, gegen die Magier können wir hier noch nichts machen.
So, wo würde ich jetzt landen, wenn ich hier nochmal hochfahre? Ist das der Weg da, wo ich rechts runtergefallen bin? Hier bin ich runtergefallen. Jetzt ist die Sache... Hier bin ich reingekommen, ja. An einer Stelle hätte ich noch nach links weitergehen können, aber dann... Ich werde den Weg nochmal gehen, dann nach links, den wir nicht gehen konnten. Sollten wir hier nichts finden. Jetzt kann ich wieder noch wegspringen. Ansonsten hebe ich mir das mal auf und sage mir, nee. Ich sollte vielleicht die Dinge auch angreifen. Okay, es ist eigentlich hier direkt hier. Das heißt, ich kann einfach... Ich könnte einfach... Ouch. So. Solange vielleicht genug auf dem Bild sind, spawnen keine nach. Oder nicht so viele zumindest. Okay, hier ist kein Weg. Dann einmal bitte hier hoch und hier durch. Na, bleiben wir mal auf live. Moment, wo muss ich denn dann lang? Muss ich jetzt doch da runter? Okay, die machen keinen Schaden, während die despawnen. Aber die machen Schaden, wenn ich in die reinlaufe. Logischerweise. Moment, war ich da? Ne, von rechts bin ich gekommen. Dann gucke ich jetzt nochmal ganz oben. War hier wirklich sonst nichts? Gut, der Idiot, der nicht aus seinem Loch rausgesprungen kommt. Oh! Ich habe nichts gesagt. Ich habe jetzt irgendwie noch einen Schlüssel. Ich habe noch einen Schlüssel über, auf jeden Fall. Okay, da kann ich auch da. Ach so, stimmt, ich könnte ja noch links gehen. Ja, gut. Gegen die können wir noch nicht kämpfen. Aber da haben wir auf jeden Fall schon mal den. Oh, Moment. Ich bin ja fast tot. Wir wollen ja irgendwie den Dungeon noch überleben. Ah, und jetzt können wir hier nämlich rein. Geh weg. Oh, ging leicht. So, jetzt möchte ich dich da oben erstmal wegräumen. Kommst du? Na? Na? Mann. Dann springe ich halt eben selbst hoch und hol mir den Schlüssel. Ach, jetzt bist du unten. Jetzt, wo ich oben bin, ne? Dann haben wir wunderschöne Plätze getauscht. Ja gut. Dann bleib da hinten. Gucken wir erstmal hier links weiter. Hoi, hoi, hoi. Ich habe meinen Jump vergessen. So, ist hier nochmal ein Schlüssel drin mit diesen dummen Hundsköpfen. Das ging gut. Wobei, wenn mich hier gerade kein Gegner stört, dann machen wir das mal hier in Ruhe. Sollte da unten auch aufpassen. So. Schöne Treppe hier einfach bauen. Zack. Na komm. Ja gut. Das war vielleicht ein bisschen zu viel weggehauen. Von da aus darüber. Ja, perfekt. So kann man es machen, wenn einen keiner stört. So. Und dann da noch einer hin. Dann da noch einer hin. Zack. Wäre hier noch was? Ansonsten kann ich gleich... Hey, guck mal. Aua. Morgenstern-Guy. Morgenstern-Guy will mich. Aber Morgenstern-Guy kriegt mich nicht. Na gut, ich sag mal so, wir haben jetzt eigentlich wahrscheinlich schon so ziemlich alles aus dem Dungeon rausgeholt. Haben jetzt auch noch einen Schlüssel. Und einen relativ geraden Weg, um weiterzukommen. Wupp, wupp, wupp. Nicht so schnell, ihr Lieben. So, und dann kann ich jetzt hier runter. Jetzt habe ich auch wieder zwei Wege. Na, gehen wir nach rechts. Digi. Da. Medusa Heads. Oder sowas in der Art. Huiuiui. Verdammt. Muss man nämlich zweimal treffen. Ich bin tot. Nein, ich lebe noch.
Nein! Verdammt! Ich dachte, ich krieg den Schlüssel noch. Er hat mich dann doch ein bisschen zu sehr aufgehalten. Die Sache ist, lohnt es sich, die Dinger? Ich bin tot. Ah, was für Sacknähte. Der ist erst gespawnt, nachdem ich schon gesprungen bin. Und hat mir quasi direkt die Beine weggezogen. Nee, nee, nee. Aber der Dungeon war bisher eigentlich ziemlich angenehm. Das Problem ist, ich kann diese Magier nicht töten, weil ich den Zauber dafür noch nicht habe. Ich wüsste aber, wo man ihn wahrscheinlich bekommen könnte. Weil wir in einem Dorf noch keinen Zauber bekommen haben, glaube ich. Da, wo der meint, rette unsere Kinder! Und ich sage, yo, wo sind denn die Kinder? Und die sagen, ich habe keine Ahnung. Au, das war doof. Lass mich einfach hier weg. Nein! Oder haben wir den Dorf? Ich kann mir ansonsten hier nochmal ein bisschen umschauen. Kann ich hier? Ja, jetzt kann ich über Wasser laufen. Ne? Ja gut. Kann man nicht hier irgendwo... Ich habe auch irgendwie noch was im Kopf, dass man vorm Dungeon irgendwo noch was finden kann. Joa, ne? Moment. Gehen wir mal Jump. Ja, hatte ich doch richtig im Kopf. Ist da rechts noch was? Gut, damit haben wir jetzt sogar... es fehlt, glaube ich, so noch ein Herzcontainer und ein Magie-Container, wenn ich das richtig sehe. Moment, hier muss ich runter. So, die Frage ist, wie komme ich jetzt da unten zu dieser Insel? Kann ich von hier aus irgendwo da runter? Weil die meinten, irgendwelche Kinder wurden auf eine Insel entführt. Können wir da mal eben gucken, ob ich da was finde. Dann wird das da rechts waren, dann aber schon der nächste Dungeon sein. So komme ich auf die Insel. Und so werde ich direkt angegriffen. Nein! Weg. Achso, hier kann ich überall auf, über die Insel laufen. Hätte ich ja einfach über den Strand laufen können? Ja, hätte ich. Ja, gut. Den Weg habe ich vielleicht minimal übersehen. Vielleicht aber auch nur. Ist hier noch irgendwie was? Kann ich irgendwie noch weiter rumlaufen? Aber hier ist auch nichts mehr versteckt oder so. Da unten ist noch ein Sumpf. Nope. Hier ist eine Höhle. Dann gucken wir uns mal ein bisschen in der Höhle hier um. Vielleicht finde ich irgendwie noch was Nützliches für den Dungeon. Vielleicht finde ich den Zauber, um die Wizzropes da auch anzugreifen. Hallo, ich bin Link. Jemand da? Hallo? Skorpione. Sind die auch mit dem Feuerzauber einfach? Wahrscheinlich nur, wenn er das Auge offen hat, ne? Okay, ich kann sein Feuer nicht abwehren, habe ich mittlerweile erfahren. Ist auch nur dafür da. Einfach ins Auge hauen? Achso, einfach ganz normal ins Auge hauen. Würde ich eigentlich gerne mal besiegen. Zu sehen, was passiert. Selbst wenn ich dabei drauf gehe. Ich würde trotzdem gerne sehen, was passiert. Ob es das irgendwas bringt. Vielleicht spuckt er ja ein Kind aus oder so. Ah, was ist das? Na, wobei, einmal kann ich noch, ein zweites Mal live einsetzen. Joa, das hat irgendwie... Kann ich irgendwie durch die Wand durch? Ich kann es nicht ausprobieren.
Okay, die Höhle war im Endeffekt nur für Erfahrung da. Na dann. Dann kann ich hier auch wieder gehen. Gut, spring einfach über mich drüber. Und ich springe über dich. Und tschüss. Dann gehe ich mich nochmal kurz heilen. Ja gut, dann können wir wieder zurück in den Dungeon gehen. So, einmal das heilen. Dann nochmal heilen. Das ist nämlich ziemlich praktisch bei der, wenn man Magie aufgefüllt wird. Man kann aber ganz viel Magie hintereinander noch einsetzen und es füllt sich trotzdem aber immer weiter auf. Okay. Lass mich mal in Ruhe. Einfach vorbei. Einfach vorbei. Aua, ich sagte vorbei. Au. Lass das. Gegner abwarten. Dann suche ich einmal hier mal das Meer ab. Vielleicht kann ich ja hier irgendwo aufs Wasser. Wobei, Moment. Nee, nicht in dem Dorf, wo ich eben war. Hier hinten im Dorf, in Darunia war das mit den Kindern. Stimmt, jetzt erinnere ich mich dran, jetzt wo ich hier den Teil hier sehe. Fallen. Dann gehe ich da noch mal kurz hin und guck mal, ob ich von da hinten irgendwo raus. Oh, Moment. Ob ich da irgendwo hinlaufen kann. Das war wunderschön, mein lieber Gegner. Du hast dich wunderschön in den Abgrund gestürzt. Hätte ich nicht besser machen können. Ich brauche da meistens noch Hilfe von anderen Gegnern. Oder von Seifenblasen. Au. Papa. Das. Da wäre fast die Seifenblase gewesen, die mich ins Unheil gestürzt hätte. So, schauen wir mal, ob ich hier irgendwo aufs Wasser kann. Lass mich mal ins Dorf. Und tschüss. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Nee, hier ist auch nichts. Dann lass mich wenigstens mal heilen hier, bevor ich gehe. Hier sind die wenigstens ganz spielerfreundlich, einfach direkt im ersten Gebiet. Ich suche noch mal kurz die mir sagt, ich soll die Kinder retten. Hier? In dem Haus? In dem Haus? Auch nichts. Wie viele alle Häuser zu sind. Hallo? Da. Rescue the kidnapped child. The kidnapped child on the island. Sie fragen nur noch, welche Insel. Powerful Knight lives. Ja, gut. Den Ritter haben wir. Jetzt müssen wir nur noch das Kind auf der Insel finden. Die einzige Insel, die mir gerade so einfallen würde. Das war knapp. Wäre der nächste Dungeon. Aber um zu dem Dungeon zu kommen, muss ich den Dungeon davor gemacht haben. Keine Ahnung. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ich gehe ja schon. Tschüss. Gut, wenn ich den einen erwischt habe, bin ich noch da hingeflogen. Nein, nein, nein. Lass mich alle weg. Nope. Ich probiere einfach mal jetzt überall hier mal nochmal ins Wasser zu laufen. Das sieht man ja hier nicht, wo man ins Wasser kann und wo nicht. Wenn's nirgendwo hier klappt, dann gehen wir beim nächsten Dungeon wieder in den. Im nächsten Part einfach wieder in den Dungeon rein. Und gucken mal, dass wir ihn fertig machen. Da nicht. Nope, 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 nope. Nope, nope, noch nicht. Nein. Ungünstig gesprungen. Wir haben immer noch zwei Leben, glaube ich, für den Dungeon. Das
sollte vielleicht für den Raum reichen, wo wir eben gestorben sind. Mit ganz viel Optimismus. Da nicht. Nein. 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 Gut, dass ich darüber kann, weiß ich. Ah, da! Ich habe wieder was gefunden. Ich kann hier außen rumlaufen. Ja, gut. Ich kann irgendwie gefühlt hier durchs halbe Meer laufen. Ja gut, da ist ja noch wieder das Dorf. Ich schau mal, wie weit ich jetzt hier laufen kann. Bis dahin. Na gut. Damit kann ich mir einfach oben die Höhle sparen. Und direkt hier hinlaufen. Das ist immerhin etwas. Kann ich übers Wasser laufen? Yo! Aber da muss ich hier an den Gegner vorbei. Nee, nee, nee. Vielleicht ist hier auch. Vielleicht zählt das hier als diese Insel, wo die Kinder sind. Kann ich eigentlich dann einfach jetzt abkürzen? Oh. Ich habe ein Loch gefunden. Ich komme einfach an dir vorbei, ne? Ich habe ein Kind gefunden. Au. Lass mich hier durch. Ich ignoriere dich. Ich habe nichts gesehen. Dumm die dumm. Keine Kinder. Keine Echsen. Aber ja, ich kann wirklich einfach zum Dungeon abkürzen. Wie geil. Ja, dann haben wir ja doch noch ein Kind gefunden. Das ist gut. Je nachdem, was für eine Belohnung wir erhalten. Doch, das ist sicher gar nicht mal so doof. Hallo Fee. Danke, Fee. Tschüss, Fee. Dann holen wir uns eben noch schnell die Belohnung dafür. Und dann sehen wir uns einfach direkt im nächsten Part, im Dungeon nochmal wieder. Hätten wir das Dorf auch erstmal... Au! Jetzt gehen wir hier alle mal durch. Hätten wir das Dorf da oben auch erstmal fertig, müssen da auch nicht mehr hin. Das ist doch super. Ja, superbst. Das ist ein wunderschönes Wort. Zack. No! Oh. Da wäre ich fast an Ungeduld gestorben. Ganz, ganz böse. Seid nie ungeduldig. Nicht in solchen Spielen. Nein! Oh. Schon wieder. Ich hab's aber auch drauf. So. Und wieder zurück in Daru. Ich meine, das ist Darunia. Dem Zelda-Kenner wird vielleicht schon aufgefallen sein... Moment. Die Städte heißen ja alle wie die sieben Weisen aus Ocarina of Time. Ja. Eigentlich von der Zelda-Chronologie kann man wirklich sagen, die Städte wurden nach den sieben Weisen benannt. Aber von Release-Chronologie her kann man sagen, die sieben Weisen wurden einfach nach den Städten hier benannt. Easy, ne? You are a hero for saving my child. Come. Okay. Ich komme mit dir. So, und jetzt müsste ich theoretisch das bekommen, womit ich die Magie besiegen kann, oder? This magic will strengthen a shield. Reflect? Reflect. Ja. Damit können wir nämlich die Schüsse von den Magiern wieder zurückschießen. Von den Wizropes. Sehr schön. Gut. Dann war der Part doch ziemlich erfolgreich. Wir haben den Dungeon fast komplett geschafft, würde ich ja mal sagen. Und haben hier noch den Spruch bekommen. Gefällt mir. Dann würde ich sagen, das war's von diesem Part. Beim nächsten Mal sehen wir uns einfach direkt beim Dungeon wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.